Am Wort ist der Abgeordnete Werner Herbert. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wenn man den Kollegen Gerstl, meinen Vorredner, bei seinen Ausführungen zugehört hat, könnte man fast glauben, für die Polizei ist heute ein Tag besonderer Anerkennung und nicht unbedingt ein Tag, wo man einmal mehr ihre Arbeit mit Füßen tritt, muss ich fast sagen, aber auch die Geringschätzung der Behörde, des Innenministeriums einmal mehr gegenüber unseren Polizistinnen und Polizisten zum Ausdruck bringt. Um was geht's? Es wird eine neue Beschwerdestelle gegen Misshandlungsvorwürfe ins Leben gerufen. Eine neue Diffamierungs- und Vernaderungsstelle mit sogenannter multiprofessioneller Zusammensetzung. Was heißt multiprofessionelle Zusammensetzung? Vertreter aus dem NGO-Bereich dürfen dort im Beirat bzw. in der Meldestelle selbst über Beschwerden, über Polizeimisshandlungen urteilen und das dann sogar mehr oder weniger die Arbeit dieser Stelle beaufsichtigen und evaluieren. Eigentlich ein Witz in sich, denn gerade jene NGOs, die gemeinsam mit den Grünen in der Vergangenheit kaum eine Gelegenheit ausgelassen haben, sich über die Polizei zu beschweren und jede Gelegenheit genutzt haben, hier die Polizei in ein negatives Licht zu rücken und hier genau das zu erzeugen, was hier schon von meinen Vorrednern berechtigterweise in Abrede gestellt wurde, nämlich einen Generalverdacht gegen die Polizei zu erwägen. Genau diese NGOs sitzen in dem Beirat und in der Meldestelle und urteilen über Beschwerden über die Polizei. Ein Kuriosum, das man besser gar nicht in negativer Art und Weise beschreiben kann, das wäre, glaube ich, einem Kabarettist in Österreich auch nicht besser eingefallen. Weil wenn man sich überlegt, dass genau die linken Krawallanarchisten, die Mitglieder von Schwarzen Block, die bei den Demos immer auffällig oder verhaltensauffällig sich zeigen, die ausländischen Migrationsgruppen, die dann an Erdogan zu Hunderttausenden in Wien feiern und dann Ausschreitungen begehen und sich damit mit der Polizei konfrontieren, oder auch nur ein kleiner Klimakleber, der mit der Polizei den tagtäglichen Konfrontation sucht, dass der dann zu seinem NGO-Vertreter seines Vertrauens geht, sagt, du, ich habe mich gerade beschwert über die Polizei, bringst du das in meinen Sinne würdig zum Abschluss? Also sowas, glaube ich, fällt nicht einmal an begabtesten Satiriker in Österreich ein. Tatsache ist es aber, dass genau das heute mit diesem Gesetz beschlossen werden soll. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Jeder darf in Österreich seine Kritik äußern, wenn er im Zuge von einer polizeilichen Amtshandlung sich nicht korrekt behandelt fühlt. Aber das, was hier quasi dargelegt wurde oder dargelegt wird, ist einmal mehr eine Darstellung von dem allgemeinen Polizeibashing, das hier seitens der Grünen-Fraktion, aber auch gegenüber der NGOs in den letzten Jahren immer gezeigt wurde und wo man das Bild vermittelt, gerade weil es so viele Beschwerden gibt, die übrigens überwiegend, und da gebe ich dem Kollegen Berg-Gerstl recht, eigentlich in der Relation zu den Amtshandlungen kaum zum Tragen kommen und in den überwiegendsten Fällen eigentlich zu kaum einer dienstrechtlichen oder gar gerichtlichen Verurteilung führen, ja, dass genau dieses Bild eines überzeichneten Polizeistaates hier in der Öffentlichkeit durch die grüne Fraktion gezeichnet wird und leider die ÖVP den Steigbügelhalter macht für dieses Politbashing gegenüber unseren Polizistinnen und Polizisten und hier einmal mehr eine deutliche Misstrauensbekundung
gegenüber der Arbeit, die unsere Polizistinnen und Polizisten tagtäglich unter härtesten Bedingungen, ich darf nur erinnern, wir haben hier ein schweres Personalproblem bei der Polizei, viele Überstunden anzuleisten, harte Arbeitsbedingungen, die hier zu erbringen sind. Und gerade unter solchen schwierigen Bedingungen kommen Sie und sagen wir, jetzt bringen wir noch, weil es den Grünen so gut gefällt und weil es ins politische Konzept passt, eine neue Beschwerdestelle ein, um den Polizisten hier einmal mehr unser Misstrauen auszusprechen. Herr Innenminister, ich denke, wir haben hier einen Fall, den wir haben das ja schon auch im Ausschuss besprochen, dann kann man nicht schönreden. Ja, ich verstehe vielleicht den politischen Ansatz, dass Sie da Ihre grünen Koalitionspartner im Wort sind. Verstehen kann ich es nicht und verstehen können auch unsere vielen Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich dankenswerterweise für die Bevölkerung ihren Kopf sprichwörtlich hinhält, auch nicht. Aus diesem Grund haben wir schon vor geraumer Zeit eine Online-Petition ins Leben gerufen, wo immerhin bis heute 9.861 Polizistinnen und Polizisten sich gegen die Schaffung dieser Meldestelle ausgesprochen haben, die völlig unnötig und völlig zwangsbefreit hier ins Leben gerufen wird, weil es schon ohne dies bisher genug Möglichkeiten gibt, die Kritik oder auch die Beschwerde über die Polizei zu äußern. Es gibt die unabhängigen Disziplinarbehörden, es gibt die Volksanwaltschaft mit ihren Möglichkeiten und den Menschenrechtsbeirat. Es gibt die Gerichte auf Verwaltungs-, aber auch auf gerichtlicher Ebene, die man hier bemühen konnte und noch immer bemühen kann. Diese Meldestelle oder die Schaffung dieser Meldestelle ist völlig unnötig und eigentlich nur ein politischer Vollzugsakt der grünen Fraktion, die hier ihre Geringschätzung gegenüber unserer Exekutive einmal mehr ausleben kann. Und ihr, liebe ÖVP, macht es auch noch die Reiberleiter in politischer Hinsicht. In diesem Sinne werden wir unsere Petition weiter fortführen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich die 10.000 Unterstützungsunterschriftenmarke locker erreichen werden. Und Herr Innenminister, ich darf dann auf Sie zukommen und darf Ihnen dann diese Unterschriften übergeben, um Ihnen auch darzulegen, dass das, was hier heute in diesem Hohen Haus beschlossen wird, mit diesem Gesetz, mit diesem neuen Parkgesetz, alles ist nur nicht das, was unsere Polizistinnen und Polizisten sich wünschen und schon gar nicht von einem Innenminister, der Ihnen eigentlich den Rücken frei halten sollte und nicht zusätzliche Möglichkeiten schaffen sollte, um hier einer grünen Bashing ausgesetzt zu werden, die Sie bei wahrlich nicht verdient haben und wofür Sie eigentlich auch an ihrer täglichen Alltag gemessen das wahrlich nicht verdient haben. Dankeschön.